Atom-U-Boote für die Bundesmarine. Wollte Deutschland wirklich ein Atom-U-Boot bauen? Oft wird diese Theorie müde belächelt, doch sollte man solche Erzählungen nicht einfach als unwahr abstempeln. Erst im Jahre 2008 fanden Journalisten geheime Unterlagen in britischen Archiven, aus denen hervorgeht, dass kein geringerer als der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer solche Pläne verfolgte. Doch wie weit waren diese Pläne? Alle Hintergründe in meinem Long-Video.